Willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe gerade schon ein Video gemacht. Das war mir aber wieder zu lange. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe noch nicht mal angefangen und es war schon 22 Minuten. Ich will wirklich teilweise auch ein paar kompaktere Videos machen, für Leute, die halt wirklich nicht so viel Bock haben, so viel sich anzugucken. Und zwar will ich in erster Linie sagen, dass ich ja sozusagen eine Ankündigung oder was weiß ich, auf jeden Fall, dass ich mich nicht mehr mit diesem mit Rohkost allgemein identifiziere. Beziehungsweise ich weiß auch gar nicht, ob ich das schon überhaupt mal richtig gemacht hatte, sondern womit ich mich identifiziere, ist eigentlich mit nichts in erster Linie und zweitens mit allem. In dritter Linie aber, für den das zu sich zu komisch oder doof anhört, in dritter Linie oder nächster Linie wäre das mit dem oder mit einem Reinigungsweg, weil die meisten Menschen, beziehungsweise darum, wo es sich meiner Meinung nach dreht, ist um Energie. Um Geld besonders nicht, höchstens auch in Form von Energie. Und ich denke, dass die meisten auf der Suche sind nach mehr Energie. Und dieser Reinigungsweg, meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, und Erfahrung von vielen Leuten nach, da könnt ihr auch gerne auch mal das Video angucken, was ich gemacht habe. Arnold Ehret über sich selber, da beschreibt er halt die Effekte dieses Reinigungswegs in Bezug auf die Energie besonders auch und das Wohlbefinden, das verlinke ich hier mal. Und ja, meiner Meinung nach bietet das dieser Weg und das finde ich sozusagen deswegen das Wichtigste in Anführungszeichen. Ich identifiziere mich auch nicht mehr mit vegan, auch wenn es da steht. Also auf jeden Fall bin ich immer noch dafür, vegan und so weiter, allein aus ethischen Gründen, aber auch aus gesundheitlichen Gründen. Aber es ist alles nicht mehr das, womit ich mich in erster Linie identifiziere, sondern ich identifiziere mich jetzt im Prinzip, sage ich mal so, mit Menschen. Und das meine ich gar nicht irgendwie abgedroschen oder was weiß ich. Ich sollte diese was weiß ich nicht so oft sagen. Aber ich meine das wirklich ernst. Ich erinnere mich damit, wo jeder einzelne Mensch steht und denke, dass es egal, wo jeder Mensch steht, für jeden einen es einen Weg gibt. Noch einen, nicht nur einen Weg gibt, das ist ja so klar, sondern es einen Weg gibt, der auch nicht nur möglich ist. Das dürfte den meisten auch noch klar sein, sondern der auch wirklich angenehm ist und trotzdem eine Progression bietet. Und so einen Weg möchte ich aufzeigen. Der ist halt natürlich relativ frei, weil er halt von jedem Stand bekommt und der beinhaltet, deswegen habe ich gerade auch gesagt, ich identifiziere mich nicht in erster Linie mit vegan, sondern ich identifiziere mich damit mit einem Weiterkommen, mit einer Progression. Das ist eigentlich das, was ich will. Ich will nicht unbedingt vegan oder dass alles vegan wird, sondern ich will, dass Menschen voranschreiten, mit dem Ziel halt, sich besser zu fühlen, gesünder zu werden, mehr Energie zu haben. Und das mehr Energie zu haben, das bedingt das andere dann wiederum. Und es gibt immer Verbesserungen und es kommt auch aufs Bewusstsein an und so weiter. Und deswegen habe ich so eine Art, Konzept erstellt, was jetzt noch relativ grob ist, was ich aber dennoch schon mal in dieser, Semi-Form, sage ich mal, oder dieser gröblicheren Form vorstellen möchte. Und das beinhaltet nämlich, deswegen habe ich das mit dem Vegan auch gesagt, für die Leute, die halt wirklich nicht, es wirklich nicht schaffen oder nicht glauben zu schaffen, sofort halt wirklich auf Tierprodukte oder sowas zu verzichten, enthält das oder auch nicht wollen, und vielleicht kommt das dann halt von alleine irgendwann mit diesem Weg, dass das wirklich 10 bis 15% tierische Produkte enthalten kann, wenn man es halt nicht anders kann für die Leute. Das ist so das Maximum, was ich empfehle. Und es kann auch Fleisch beinhalten, dann aber auch wirklich nur einmal, maximal zweimal in der Woche. Und dann auch nur, um sich dann mal was zu gönnen und sozusagen diese Sucht zu befriedigen oder dieses Verlangen zu befriedigen und nicht, dass das so eine Basis in der Ernährung wird. Das ist so die eine Sache. Und das, was die Veränderung, die jeder schon machen kann, die am weitreichendsten ist von allen, die wirklich richtig machtvoll ist, meiner Meinung nach und auch Erfahrung nach, ist auch der von Arnold Ehret beschriebene kein Frühstücksplan. Und da gibt es jetzt auch wieder Ausnahmen, das heißt, es muss nicht unbedingt kein Frühstück sein. Das sieht vor, das ist jetzt sozusagen der erste allgemeine Tipp für alle Leute. Und das machen auch einige schon intuitiv, wie ich merke, dass man, wenn man aufsteht, 5 bis 6 Stunden erstmal nichts isst. Man kann aber, wenn man es halt nicht schafft oder noch nicht irgendwie will oder sowas oder noch nicht verzichten will oder sowas, kann man dann halt entweder einen frischen Saft einbauen oder einen Smoothie.
Aber zumindest Rohkost. Man kann dann halt auch sein Obst essen, seine Obstmahlzeit morgens. Also entweder nichts, wenn man es halt irgendwie nicht schafft oder keinen Bock drauf hat. Oder meint, dass man dann wirklich keine Energie hat oder sowas, dann Rohkost. Und dann entweder Saft oder Smoothie oder Obst alleine. Das wäre so der erste und wichtigste Tipp, den ich erstmal ausgeben wollte. Und als zweite Mahlzeit beinhaltet dieses Konzept entweder wieder Rohkost. Das kann dann verschieden sein. Ich würde auf jeden Fall einen Salat empfehlen, aber entweder isst man sein Obst vor dem Salat oder halt nur einen Salat. Oder man isst da wieder gekochtes, lässt dann aber die dritte Mahlzeit weg. Beziehungsweise, wer sagt überhaupt, dass man dreimal am Tag essen muss? Oder wenn man dann halt da wieder Rohkost isst und halt sich noch nicht satt fühlt und nicht befriedigt fühlt, was bei vielen wahrscheinlich der Fall sein wird, dann isst man halt seine dritte Mahlzeit nochmals 4 Stunden später ungefähr. Man kann auch länger warten, natürlich. Und bei dieser Mahlzeit empfehle ich dann, da kann man dann seine Tierprodukte auch essen, wenn man halt nicht anders kann oder will. 10 bis 15% circa in der Ernährung. Ein bis zweimal die Woche Fleisch, habe ich ja schon erzählt. Wenn man schon vegan ist oder mit dem Ziel, vegan zu werden macht oder halt überwiegend vegan ist oder mehrere vegane Tage einlegt, da ist dann sozusagen der Tipp, wenn man diese gekochte Mahlzeit dann noch haben muss oder möchte, dass man, ich erzähle es erstmal, Entschuldigung, wenn ich jetzt springe. Das finde ich noch ganz wichtig, diese Reihenfolge jetzt. Ich empfehle als zweiten Tipp, also neben dem kein Frühstücksplan mit diesen Ausnahmen, eine hohe Zufuhr von Gemüse, alle Arten von Gemüse, aber in erster Linie grünes Blattgemüse. Die sind nämlich König darin, Mineralstoffe zu liefern, und ein Hunger kommt öfters daher, von einem Mangel an Mineralstoffen, weil man sich ständig mit säurebildenden Produkten zuknallt, in Anführungszeichen, besonders Getreidesachen zum Beispiel. Und die klauen einen durch ihren sauren Haushalt oder ihre saure Wirkung, klauen die nämlich basisch wirkende Mineralstoffe ständig. Und der Hunger kommt eigentlich daher, dass der Körper neue Mineralstoffe haben will. Und dieser wird dann dadurch deutlich gelindert, indem man Gemüse isst. Deswegen als zweite Mahlzeit. Oder wenn man halt diesen keinen Frühstücksplan hat, dann als erste Mahlzeit halt einen Salat oder einen grünen Smoothie. Oder morgens einen grünen Smoothie, wie man halt will, kann und möchte. Zu sich zu nehmen, dann wird es schon mal deutlich geringer. Oder man isst abends dann halt wirklich seine gekochte Mahlzeit mit Gemüse, mit gedünstetem Gemüse zum Beispiel. Oder auch da den Smoothie, wie man halt möchte. Das wäre so der zweite Tipp. Grüne Smoothies oder Grünzeug allgemein. Und bei der gekochten Mahlzeit ist es jetzt so, da ist jetzt mein dritter Tipp, den jeder schon mal versuchen kann umzusetzen, was meiner Meinung nach auch einen großen Effekt hat, einen sehr großen, wie die beiden ersten Tipps, ist Weizen wegzulassen möglichst und Gluten. Es muss nicht komplett wieder weggelassen werden. Es soll keine Restriktion sein, wo man sich sagt, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Man kann das auf jeden Fall essen. Ist jetzt meine Empfehlung, nur sollte man das dann halt selten machen, um sich mal was zu gönnen. Das aus halt wirklich aus geschmacklichen Gründen, das dann zu essen und sich zu gönnen. Vielleicht einmal die Woche oder sowas. Also, wenn man es noch nicht kann, zweimal die Woche. Dass man auf jeden Fall eine Progression zumindest drin hat und einen Plan hat, an dem man sich halten kann. Weil das finde ich wirklich wichtig, dass man so einen groben Plan zumindest hat. Der kann ziemlich frei sein. Das mache ich. Ich mache das auch sehr, sehr frei alles. Aber dass man halt zumindest was hat, woran man sich halten kann, was dann einem auch Sicherheit gibt und was einem Motivation gibt. Dass man auch einen Ausblick hat, ja, ich komme auf jeden Fall weiter, und es macht sogar wirklich Spaß, diesen Weg zu gehen. Und ich muss mich da nicht einschränken, sondern es kommen dadurch sogar noch neue, positivere Dinge in meiner Ernährung hinzu, die ich vorher vielleicht nicht gesehen habe. Und ich merke auch sofort, ich garantiere euch mit dem kein Frühstücksplan, dass ihr sofort am gleichen Tag noch die positiven Effekte davon spüren werdet, wenn ihr einen Tag schon diesen kein Frühstücksplan einhaltet. Und nochmal, um auf diese dritte Mahlzeit zurückzukommen, beziehungsweise dieser dritte Tipp. Großer Tipp ist halt wirklich, Gluten, Weizen gut und gerne zu vermeiden, allgemein Getreide möglichst zu vermeiden oder halt runterzufahren.
wenn dann auf glutenfreies Getreide umzuschwenken, zum Beispiel Mais, Quinoa, Amaranth, Buchweizen, Hirse, sowas zum Beispiel. Sehr gut finde ich da Mais, das ist relativ günstig, ist meiner Erfahrung nach eigentlich auch relativ schleimarm, wer sich mit Arnold Errett auskennt, im Gegensatz zu Reis, was am stärksten schleimbildend ist. Reis würde ich erstmal komplett eigentlich weglassen, wenn man es kann. Und Kartoffeln empfehle ich natürlich. Ist ja noch nicht mal ein Getreide. Das ist so, eigentlich so das Beste, was man so am gekochten essen kann. Meiner Meinung nach Süßkartoffeln, Kartoffeln, Knollengemüse, Topinambur, Schwarzwurzeln, sowas. Dann gibt es dann auch sehr viel Abwechslung wieder. Aber Kartoffeln ist auch relativ günstig, genau wie Mais. Das wären so die Sachen. Weil Getreide hat allgemein Phytine, Lektine, Gluten, aber auch glutenähnliche Proteine, die auch dann ähnlich wirken auf die Darmgesundheit wie Gluten. Und die meisten haben halt einen geschädigten Darm, was sich in erster Linie durch den keinen Frühstücksplan oder den Säfte-Trinken, Smoothie-Trinken-Plan schon stark bessert. Da kann er, weil da hat nämlich der Darm eine Reinigungsphase, deswegen ist das so sinnvoll. Morgens hat er eine Reinigungsphase, wo er sich halt regeneriert und so weiter. Und es wird noch weiter unterstützt halt, indem dieses Getreide, das Gluten und so weiter weggelassen wird. Das wäre so der dritte Tipp. Und was ihr da essen könnt, wie gesagt, Mais, da gibt es verschiedene Formen. Es ist wirklich relativ günstig. Bei Mais würde ich immer auf Bio achten, weil das sonst, weil das sehr stark gespritzt ist, also wirklich sehr stark und öfters auch genmanipuliert ist, besonders seit neuen Gesetzen. Da gibt es einerseits Maisgrieß, es gibt Cornflakes, bei Netto zum Beispiel Bio-Cornflakes aus Mais, Maiswaffeln und Popcorn-Mais. Popcorn-Mais finde ich auch sehr cool. Einfach ein bisschen Öl in die Pfanne, die Pfanne bedecken mit diesen getrockneten Popkörnern, Maiskörnern. Und ein bisschen Zucker reingeben. Und dann einfach 3 Minuten warten, ist alles gepoppt. Deckel draufhalten, natürlich die ganze Zeit, bis er fertig ist. Und dann einfach essen, fertig. Das kann man sich zum Beispiel machen. Polenta kann man sich machen. Cornflakes in Sojamilch oder Reismilch, Mandelmilch. Und da alles nehmen, was ihr wollt. Und dann zu den Cornflakes vielleicht irgendwie Apfelmus drüber oder Obst drüber. Zur Not auch Zucker drüber. Sollte nur nicht zu viel Zucker sein. Und Zucker, sollte auch wieder on occasion sein, sozusagen. Also nicht täglich. Das finde ich relativ günstig. Kartoffeln kann man Reibekuchen sehr gut draus machen. Man kann Pommes draus machen. Ist auch sehr günstig. Die kann man auch konventionell kaufen. Die kosten momentan bei Netto am Samstag 24 Cent pro Kilo. Aber die in regionaler Demeter-Qualität, die schmecken halt wirklich so gut, dass wenn man daraus Pommes macht, kein Salz und kein Öl verbraucht. Es gibt da momentan aber auch bei Netto 1 Kilo Pommes für 1 Euro. Komplett ohne Salz. Salz würde ich auf jeden Fall runterfahren. Braucht er nicht drauf zu verzichten. Runterfahren einfach. Drauf achten einfach. Nur 5% Öl und gar kein Salz bei dieser Pommes. 1 Euro pro Kilo. Wenn ihr halt relativ faul seid. Das wäre so insgesamt der dritte Tipp. Halt Getreide versuchen zu ersetzen mit Mais, was natürlich auch streng genommen Getreide ist. Und mit Kartoffeln. Und wenn man Getreide noch zu sich nehmen möchte, man kann das auch teilweise mit Hülsenfrüchte ersetzen. Also ihr könnt euch Bohnen machen, ihr könnt Bohnen einfach keimen lassen auch und dann blanchieren und dann verzehren. Das ist dann relativ hochwertig. Ihr könnt aber auch Getreide auch keimen lassen. Da verlinke ich euch auch ein Video, wie ihr das machen könnt. Ihr könnt das keimen lassen und dann fermentieren. Wie man fermentiert, erkläre ich kurz. Ihr müsst das dann nur noch mal über Nacht, ihr müsst das 4 bis 6 Stunden einweichen lassen. Dann müsst ihr das pürieren. Und das Pürierte ohne Deckel einfach über Nacht nochmal stehen lassen, dann ist das fermentiert. Das war es eigentlich schon mit dem Fermentieren. Dann werden Phytine abgebaut, Lektine abgebaut, ein bisschen Gluten abgebaut. Es werden deutlich mehr Mineralstoffe, Vitamine, Chlorophyll gebildet. Und die Verdaulichkeit durch die Milchsäurebakterien, die da entstehen, wird deutlich besser, was nochmal einem geschädigten Darm auch zugute kommt oder allgemeine Verdauung. Ist auch relativ stoffreich. Der vierte sehr große Tipp, auch wenn es wirklich extrem viel Wirkung hat, ist sehr viel Wasser trinken, um Giftstoffe auszuleiten. Also mindestens 3 Liter am Tag. Man kann bis oben hin bis 8 Liter eigentlich trinken, wie man will, meiner Meinung nach. Es erachtet einfach darauf, viel Wasser zu trinken. Ich empfehle aber wirklich einen Wasserfilter auch.
Könnt euch auch mal informieren über destilliertes Wasser, was man im Edeka oder Real bekommt. Auf jeden Fall, erster Tipp ist wie gesagt kein Frühstücksplan oder Rohkost in Form von Saft, Smoothie oder Obst so. Zweiter Tipp, sehr viel Gemüse. Also der erste Tipp ist schon der größte und hat extrem viel Effekt. Der mit dem Gemüse hat auch wirklich sehr viel Effekt, auch auf den Hunger, auf die Hungerregulation, damit das einfacher auch durchzuhalten ist, mit Spaß und so weiter durchzuhalten. Also ich würde da wirklich eine Journey draus machen, also eine sozusagen ein Abenteuer draus machen, diesen so einen Weg zu gehen, wenn man es denn möchte. Dritter Tipp ist, auf Gluten und Weizen, allgemein Getreide ein bisschen zu verzichten, je nachdem, wie ihr es halt schafft, und Kartoffeln und Mais zu integrieren als gekochtes in verschiedensten Arten und Weisen. Und der vierte Tipp ist viel Wasser trinken. Das sind sozusagen die Basics. Und fünfter Tipp kommt noch hinzu, sich zu bewegen, wirklich nicht während des Weges rumliegen und denken, ich mache es schon, das hat schon so viel positive Effekte, was ich mache, dann brauche ich halt nichts mehr an Sport machen und so weiter. Kann ich euch sagen, dass das auch nochmal Energie euch gibt, Energie generieren wird, ihr viel besser dabei bleiben könnt, wenn ihr ein bisschen Sport macht. Ihr müsst keinen Leistungssport machen. Ihr müsst keine Marathons laufen, ihr müsst auch nicht regelmäßig 10 Kilometer laufen. Ihr müsst euch im Prinzip nur ausreichend bewegen und macht da wirklich, was euch Spaß macht, was ja einfach nur damit der Körper in Bewegung bleibt. Mehr müsst ihr da nicht machen. Ihr könnt auch morgens einfach Trampolin springen oder Seil springen und fertig. Vielleicht sich dann im Alltag allgemein ein bisschen bewegen, vielleicht körpereigene Kräftigungsübungen machen. Das reicht auf jeden Fall schon auch auf Dauer. Und genug schlafen wäre natürlich auch noch so ein Tipp, um sich keinen Stress zu machen. Es gibt viel zu erzählen. Ich will jetzt halt erstmal bei den Basics bleiben. Ich guck mal kurz, ob ich noch was zu erzählen habe. Zu den Kartoffeln kann man auch einfach eine Guacamole machen aus einer reifen Avocado, wenn die ein bisschen weich ist. Und dazu Tomaten, Gewürze und Kräuter. Und das war's eigentlich schon. Wenn man hat, kann man Hefeflocken beitun. Man kann, wenn man will, auch Zwiebeln beitun. Aber das ist so das Grundrezept, das schmeckt schon mega gut, wirklich. Ich tue immer Kurkuma rein, Paprikapulver und italienische Kräuter, aber die italienischen Kräuter braucht man auch schon nicht. Man kann auch andere frische Kräuter nehmen oder auch gar keine. Und damit dann einfach die Kartoffeln oder halt Pommes essen. Ihr könnt da auch rohen Ketchup machen. Ja. Suppen, genau, Gemüsesuppen kann man natürlich auch immer gerne machen, auch Kartoffelsuppe. Ihr könnt sogar auch halt eine Kartoffel-Cremesuppe machen, indem ihr Kartoffeln nehmt, dann vielleicht Kürbis dazu oder Möhren und dann halt eine Avocado. Zur Not auch, weiß nicht, Sojasahne oder sowas. Oder je nachdem, wenn ihr halt 10 bis 15% oder wenn ihr halt nicht ganz von Tierprodukten weg seid und die Alternativen euch noch nicht so gefallen, dass ihr da halt dann etwas in die Richtung nehmt. Das würde ich dann aber wirklich immer aufs Ende des Tages dann verlegen. Dass da halt zumindest morgens erstmal 5 bis 6 Stunden nur Rohkost drin ist. Und wenn ihr halt Müsli braucht, wenn das Müsli noch auf abends verlegt und dann halt irgendwie Haferflocken nehmt oder Mais nehmt, und das dann am besten in pflanzlicher Milch, ja, verzehrt mit irgendeinem Süßungsmittel, ob es Obst ist, ob es ein Mix aus Obst und Zucker oder was weiß ich ist, damit es halt schmeckt. Ja. Leidenschaft mit einbauen ist auch ganz wichtig. Kreativ sein, wenn ihr halt wollt. Aber allgemein kreatives so einbauen, also das, was man halt wirklich auch machen will, dass man mehr von Konsument wegrückt und zu Prosument geht, also was Produktives macht, was natürlich was Kreatives ist, dann auch Sport. Ja. Das ist dann sowas, sozusagen diese geistige Nahrung, und die gleicht dann auch halt ein bisschen aus, beziehungsweise stellt einen schon zufrieden und man muss dann nicht irgendwas Leeres füllen, sage ich mal so. Ihr könnt zwischendurch auch immer komplette Fastentage einlegen oder wo er nur Säfte trinkt oder wo er nur Rohkost isst. Also wirklich sehr variabel. Oder einfach zwischendurch mal weniger essen, einfach mal einen Tag oder mehrere Tage. Das kann man alles machen, wie man möchte. Es sollte halt wirklich nur eine Progression sein. Gerne alle möglichen Fragen in alle Richtungen.
Ich werde auf jeden Fall bei diesem Thema noch dabei bleiben in Zukunft. Jetzt nicht als einziges Thema. Aber das ist mir wirklich sehr wichtig, dass auch jeder Mensch, egal wo er steht, weiterkommen kann, wenn er denn möchte oder was ausprobieren kann. Und damit beende ich auch mal das Video. Bis dahin.